Mehr als 10.000 israelische Soldaten befinden sich aktuell im Gazastreifen. Das Hauptaugenmerk ihres Einsatzes bleibt natürlich der Norden des Küstengebiets und vor allem Gazastadt. Nun ist klar, seit Beginn ihrer Offensive gab es mehrere Fälle, in denen israelische Soldaten versehentlich die eigenen Kameraden durch Beschuss getötet hätten. Man versucht jetzt, diese Vorfälle natürlich dann zu untersuchen und aufzuklären. War das israelische Militär nicht nur weitere Tunnel der Hamas-Terroristen gefunden, sondern auch ein Waffenlager sowie eine Raketenfabrik. Und das schon wieder an einem Ort, der gerade in Kriegszeiten für Schutz und Sicherheit stehen soll. Es ist ein Gebetshaus in Gaza-Stadt, eigentlich. Doch israelische Soldaten fanden auch hier im Keller dieser Moschee nach eigenen Angaben einen Unterschlupf der Hamas, ein unterirdisches Waffenlager und einen Raum, den die Terroristen offenbar zum Bau von Raketen genutzt haben. Es liegt alles bereit, was man zur Herstellung von Raketen benötigt. Und hier an der Wand sind Skizzen der Sprengsätze. Hier lagern die erforderlichen Bauteile. Unter den Waffen, die hier lagern, sind Mörsergranaten, Raketen, Brandladungen und Gewehre, sagt dieser Soldat. Außerdem entdeckten sie einen weiteren Zugang zu dem unterirdischen Tunnelsystem. Unsere Soldaten entdeckten unter der Moschee eine Waffenschmiede. Die Terroristen stellen in einer Moschee Raketen her und nutzen so den Islam als Schutzschild für ihren Terrorismus. Nach Angaben der israelischen Armee nahmen die Soldaten mehrere Kommandozentralen der Hamas in Gaza-Stadt ein und zerstörten auch eine Waffenfabrik der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Hinweise auf unterirdische Tunnel, Lagerhäuser und Waffenlager bekam das Militär unter anderem von Palästinensern, die sie zuvor gefangen genommen und verhört hatten. Von rund 500 Personen wurden demnach 300 als Terroristen enttarnt. Der Kampf gegen die Hamas, oft ein Kampf Mann gegen Mann. Außerdem werden die Israelis, wie dieses Video zeigen soll, aus Wohnhäusern mit Raketen beschossen. Ihre Antwort eindeutig. Unterdessen bleibt die humanitäre Lage für die Zivilisten in dem Küstengebiet trotz einiger Hilfslieferungen verheerend. Wir erleben hier den vollkommenen Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Es ist nur noch das Allernötigste an Ausrüstung und Medikamenten vorhanden. Es fehlt an Wasser und Strom und es gelangt nur wenig medizinisches Material in die Kliniken. In Israel protestieren Angehörige und Freunde der verschleppten Geiseln gegen das Vorgehen ihrer Regierung. Sie fordern Ministerpräsident Netanyahu auf, er solle sich mehr für die Befreiung der Entführten einsetzen.